Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier wieder bei einem Podcast auf Achtung Lichtarbeit. Ich freue mich, dass ich wieder eine Gesprächspartnerin habe, nämlich die Andrea aus der Schweiz. Ja, sie war auch recht lange in der Spiritualität, 20 Jahre sicherlich, und ist seit diesem Jahr auch bei Jesus Christus, ist zum Glauben gekommen. Und wir wollen heute mal über ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse sprechen. Ja, erstmal grüß dich, herzlich willkommen hier. Du hattest mir erzählt, dass du eigentlich vor ein paar Jahren schon mal an diesem Punkt warst, also hin zu Jesus, aber da war es noch keine hundertprozentige Entscheidung. Vielleicht kannst du das am Anfang gleich mal erzählen, wie das war. Ja, hallo Eckart und hallo an alle, die zuhören. Ja, genau. Ich war vor circa 4, 5, 6 Jahren, vielleicht auch 7, war ich schon mal an diesem Punkt. Ich habe viel in der Bibel gelesen. Ich habe gebetet. Ich habe gedacht, jetzt bin ich sicher. Und zu diesem Zeitpunkt, das war mir nicht bewusst, weil viele Leute das auch nicht gewusst haben, dass ich auch mit Karten le also legen lassen, mit diesem ganzen Zeugs eben etwas zu tun hatte. Also mir hatte nie jemand das gesagt. Ich habe das auch nicht so wahrgenommen. Ich habe das parallel gemacht. Also ich habe in der Bibel gelesen. Und auch in der ganzen Esoterik-Szene wird ja auch immer von Gott gesprochen. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, das ist das Gleiche. Ich lebe ja mit Gott. Ich kenne ja Jesus. Und deshalb habe ich gar nie gedacht, dass ich hier etwas Verwerfliches tue. Also du hast sozusagen für dich erkannt, dass es eigentlich keine Mischung geben kann. Also so halb Spiritualität, halb Jesus, das kann nicht funktionieren, ne? Ja, das weiß ich heute Ja, das nach weißt du heute, ja. ja, das weiß ich heute. Wieso geht das nicht zusammen? Also du hast ja schon gesagt, es geht ja auch um Jesus. Liegt es vielleicht daran, wer Jesus dort ist in der Spiritualität? Genau, weil das wurde mir jetzt wirklich klar. Diesen Gott, den wir dort anrufen, das ist eben ein anderer. Und viele, viele, viele Male wird dort Gott angerufen und dass wir dann Türen öffnen, für all das, was dann in unser Leben kommt. Ja, das hat mir dann schon Eindruck gemacht, weil ich wirklich gedacht habe, ja, ich bete zu Jesus und ich bitte ihn um Hilfe und die Hilfe, die kam, die war halt ganz anders und das hat sich dann auch eins zu eins in meinem Leben gezeigt, dass diese Hilfe eben nicht die gute Hilfe ist. Ja, genau, und darüber werden wir heute auch ein bisschen sprechen, was da alles so passiert ist in deinem Leben. Aber ich finde das auch einen wichtigen Punkt, das geht eben beides nicht zusammen. Jetzt bist du hundertprozentig bei Jesus, du hast dich komplett getrennt von eben diesen ganzen esoterischen Dingen und hast da eine klare Entscheidung getroffen. Ich sage das nochmal so betont, weil das kriege ich auch öfters mal, dieses Feedback, dass manche eben sagen, Mensch, ich bin doch schon mit Jesus verbunden, was ist denn daran jetzt falsch? Und dann versuche ich eben auch zu erklären, beides zusammen, das geht nicht zusammen, also das passt nicht. Du kannst nicht an Jesus Christus glauben und gleichzeitig spirituelle Praktiken ausüben oder diese Lehren glauben, denn ja, Okkultismus und der Heilige Geist ist unvereinbar. Ist völlig unvereinbar. Es geht nicht. Also musst du eine klare Entscheidung für dich treffen. Und deswegen war es gut, dass wir das auch am Anfang hier gleich mal so herausgestellt haben. Und ja, dann würde ich sagen, vielleicht kannst du auch uns mal erzählen, wie es denn anfing eigentlich bei dir. Also wie bist du denn überhaupt da reingerutscht? Also wenn ich zurückdenke, ich war immer schon konfrontiert damit. Also meine Patentante, die war Astrologin und gleichzeitig hat sie Yoga gemacht. Also ich weiß schon als Kind, sie hat mir mal irgendwann ein Horoskop geschenkt und ich habe dann da immer wieder gelesen und Yoga, das gehörte einfach zu ihr.
und auch meine Mutter, also nicht, dass sie jetzt da aktiv, also irgendwie etwas betrieben hätte, aber das war immer irgendwie in unserem Leben. Und auch als ich dann älter wurde, ja, das war einfach da, so wie Milch im Kühlschrank ist. Also das war einfach irgendwie normal. Und als ich dann eben so vor 20 Jahren, da wurde ich geschieden, ich stand alleine da mit meiner damals zweijährigen Tochter. Ich hatte wirklich Ängste, und ich suchte Hilfe. Und dann habe ich Kartenlegern angerufen. Mein damaliger Mann wurde natürlich wütend, weil ich da das ganze Geld rausgeschmissen habe. Und ja, und der ist dann gegangen, hat mich dann quasi stehen gelassen. Ja, und dann habe ich halt, ja, zu diesem Zeitpunkt fühlt man sich komplett ungeliebt und überhaupt verloren, und dann begann die Suche. Dann begann die Suche, und ich habe gesucht. Ich habe eben Karten legen lassen. Ich habe irgendwelche Therapeuten aufgesucht. Dann hatte ich, und das Spannende bei mir war immer durch Partner, immer durch irgendwelche Partner. Mein erster Partner dazumal, der war wirklich ganz stark. Da ging ich dann auch so zu Medien. Und da hat er mich da reingenommen, und ich habe dann dort eine Welt gesehen, und da habe ich dann auch so Kurse teilgenommen, und ich war immer die Beste. Überall, wo ich ging, war ich die Beste. Ja, und so kam ich dann rein. Also mit den Partnern hat es, wen wundert's, nie geklappt, weil ja, das war wirklich verrückt. Ich habe irgendwann gedacht, ja, gibt es denn nichts Normales? Aber was ich nicht wusste, ich hielt immer diese Tür offen, dass eben dieses Böse reinkommt oder wie auch immer. Also ich habe dann wirklich vor 20 Jahren gesucht, Ja. gesucht, gesucht, gesucht. Da bist du ja nicht die Einzige, die in der Spiritualität einfach sucht. Ich war auch ein suchender Mensch damals. Eigentlich wollte immer die Wahrheit herausfinden und den Sinn hinter allem. Über das Thema Partnerschaft werden wir ja dann auch gleich noch reden, auch so zum Thema Twin Flames, ja, Dualseelen und so, da hast du ja auch einiges mitgemacht. Ich wollte aber noch mal kurz so diese Prägung, du hast ja auch gesagt, das war bei euch wie die Milch im Kühlschrank, also durch deine Mutter schon. Da kann man ja eigentlich auch, sage ich mal, Mütter eigentlich nur warnen, wegen ihrer Kinder, oder? Weil die wissen ja auch gar nicht, was sie sich da ins Haus holen. Genau, und das war ja meine große Reue gerade vor ein paar Wochen. Es tut mir unendlich leid, dass ich habe mittlerweile zwei Kinder. Es tut mir unendlich leid, dass ich dieses Leid ins Haus gebracht habe, und natürlich auch meine Familie. Aber ich sage jetzt, ich bin jetzt erwachsen, aber es tut mir, und das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich kenne viele Frauen in meinem Alter, gerade so um die 40, wird es gefährlich mit dieser Esoterik. Und ja, ich habe viele Leute in meinem Umfeld, also, und dann erzählen sie mir, dass die Kinder nicht mehr schlafen. Ja, das ist klar. Aber die suchen dann natürlich weitere Therapeuten auf und irgendwelche Kettelchen und Anhänger und so weiter, und die Kinder laufen dann damit rum. Ja, also natürlich, es ist klar, Jesus Christus vergibt, ja, also er vergibt auch solche Dinge, aber trotzdem, wenn dort Mütter, ja, auch Väter, ja, also wenn hier jemand Ja. zuhört auch ja, in diesen Praktiken verstrickt ist, irgendetwas Spirituelles, achtet auch auf die Kinder, weil du hast gesagt, sie können dann nicht mehr schlafen. Das höre ich auch oft, dass die Kinder Albträume kriegen dann plötzlich, weil man holt sich ja das Böse ins Haus. Man weiß es nicht, ne? Du hast es ja auch nicht gewusst. Wenn du das gewusst hättest, dass es das Böse ist, hättest du es sicherlich nicht gemacht, aber du dachtest, es sei eine gute Sache. Und die Kinder können einem dann auch wirklich sehr leid tun. Also man sollte auch allein schon wegen der Kinder auch für sich aufhören mit diesen spirituellen Dingen. Ja, du hast das. Wir werden ja im weiteren Verlauf auch noch besprechen, was so alles passiert ist.
Du hast ja das Thema Partnerschaft schon angesprochen. Das war also bei dir ein großes Thema, ja? Ja, genau, weil ich wusste ja, dass es Gott gibt und dass Gott mich liebt. Und dann habe ich halt gedacht, wenn Gott mir einen Partner schenkt, dann liebt er mich. Das war so die Art und Weise, wie ich gedacht habe. Und dann bin ich natürlich immer über Partner, bin ich dann auf die Suche. Und eben, ich bin auch viel gereist und habe auch im Ausland Partner gefunden und dann so diese abstrakten Ideen, dass auf diesem ganzen Erdball in irgendwo irgendeinen einzigen Mann gibt, der dann zu einem passt und das ist dann die große Liebe. Also da war ich völlig verblendet und ja, und ich habe wirklich gesucht, überall, also in jeder Praktik mit verschiedenen Typen Menschen, ja, also rastlos. Ja, hast du denn trotzdem irgendwie gewusst, dass es da etwas zu finden gibt? Ja, ich wusste. Deshalb habe ich nicht aufgehört. Ich wusste. Ich wusste. Ich wusste es. Und ich habe immer gedacht, also wenn man sich das so bildlich vorstellt, ich habe immer gedacht, jetzt habe ich es dann. Also das war wirklich diese Verführung mit der, dass ich gedacht habe, das ist es. Und jetzt habe ich es. Und jetzt geht es nicht mehr lange. Und wenn ich jemand kennengelernt habe, dann war das am Anfang immer gut und dann war es die Hölle. Und ich habe 20 Jahre lang gedacht, ich bin kurz vor dem Ziel. Ja, also weil das ist interessant. Auch da warst du ja noch nicht ganz bei Jesus und aber auch viele Menschen in der Spiritualität ahnen das schon, dass es da etwas zu finden gibt. Sie suchen halt noch an der falschen Stelle. Mich erinnert das so an, gibt so einen Vers im Matthäus-Evangelium, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Also auch Gott sagt ja, es gibt einen Schatz zu finden, nämlich das Reich Gottes, ja, also Jesus Christus letztendlich. Und kann man sagen, dass du irgendwo ja Partnerschaft, aber auch irgendwo vielleicht auf der Suche nach Gott warst und dachtest Ja, jetzt. natürlich. Natürlich, natürlich, ich glaube, grundsätzlich war ich auf der Suche nach Liebe und ich wollte einfach geliebt werden. Und die Welt hat mir halt was anderes gezeigt. Also die hat mir immer alles genommen, was ich irgendwie Freude daran hatte. Oder wenn ich mal irgendwie gut gelaunt war, dann kam 3 Stunden später der Hammer und da fühlte ich mich komplett ungeliebt. Ich war dann abendelang zu Hause und ja, im Stil von, was mache ich jetzt? Und also im Grunde genommen ist es diese Liebe, die man sucht. Und eben, ich habe dann halt gedacht, ja, wenn mich nur irgendjemand genug liebt, dann, ja, dann bin ich dann schon glücklich. Ich war immer recht positiv, ich war immer recht zufrieden. Ich habe nicht so vermeintlich ein gutes Leben gehabt, aber irgendwie war das alles einfach leer. Du hast ja auch gesagt, also es hat immer irgendwie gut angefangen, und dann war es wie die Hölle. Das erinnert mich so an, wir wollten auch über Dualseelen, Twin Flames reden. Ich hatte auch ja schon mal ein Video dazu gemacht, ganz kurz für diejenigen, die die Thematik nicht so kennen. Da gibt es dann so einen Loslasser und einen Gefühlsklärer. Loslasser sind ja meistens die Frauen, ne? Gefühlsklärer meistens die Männer. Und dort wird ja auch berichtet, es ist Himmel und Hölle auf Erden. Diese Dualseelenbeziehungen angeblich, ja, sind das ja irgendwie Partner, die man aus einem früheren Leben kennt. Und da ist ja auch immer ganz viel Schmerz. Also der Bericht, der da berichtet wird, am Anfang ist man noch im Himmel quasi und dann wird es wie Hölle auf
erden. Und man erklärt sich das dann so, ja, da müssen Sachen eben transformiert werden, das gehört dazu. Und Gott würde nie, Gott möchte nicht schmerzhafte Beziehungen, ja. Allein das schon, aber es wird einem dann ja immer so verkauft, dass das damit zu tun hat, weil man da irgendwie spirituell daran wachsen soll, ne? War das bei dir auch so? Ja, absolut. Und also das war dann vor etwa 15 Jahren kam ich mit The Secret in Kontakt. Jemand hat mir dieses Buch geschenkt The Secret. und da war ich so ein, da war ich so in einem Business, da war so Gesetz der Anziehung, da kann man sich ja eben alles wünschen. Dann habe ich mir halt so den Idealpartner gewünscht und ich habe mir die Millionen gewünscht, ich habe mir den Swimmingpool gewünscht, einfach wirklich so der Klassiker. Ich erfülle hier wahrscheinlich so ein Klischee von diesen Anhängern und bin dann eben über Gesetz der Anziehung bin ich dann dazu gekommen. Ich habe mir dann vieles manifestiert. Interessanterweise hat das funktioniert. Das hat funktioniert. Und aber nie zu 100%. Es hat immer so funktioniert, aber und dann eben auch mit diesen Partnerschaften. Und je länger ich dort drin war, desto schneller konnte ich manifestieren, aber desto schneller war es dann auch die Hölle. Und ich habe dann natürlich Partner manifestiert. Ich wollte einen Partner, der so und so aussieht, so und so groß ist, ein Ferrari fährt und ein Boot hat. Und der kam. Wow. Der kam. Ich hatte, das war ein, ich habe auf der Bank gearbeitet, das war ein Kunde und der hat mir schon beim ersten Termin, hat er mir all das erzählt und da habe ich gedacht, ja, das ist er. Und dann kamen wir tatsächlich zusammen, obwohl eigentlich alles dagegen gesprochen hat. Er hat mir gesagt, er sei beziehungsunfähig und so weiter, er wolle mich nicht verletzen und so weiter. Und dann habe ich habe nur gedacht, ja, ich habe mir das manifestiert und du bleibst jetzt hier. Und wir sind dann Ferrari gefahren, Boot gefahren. Eben, der hat sogar wirklich, also das ist kein Witz, der sah so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Der war exakt auf den Zentimeter so groß, wie ich mir das gewünscht habe, völlig banal. Und der stand da. Und dann war es am Anfang super und dann war es immer schlimmer und wir hatten Unfälle, wir hatten, also wirklich, das hat sich auch auf meine Kinder negativ ausgewirkt. Meine Kinder mochten ihn nicht und ich habe einfach gedacht, ja, eben da, das braucht jetzt noch Zeit und das wurde immer schlimmer, das wurde immer schlimmer und ich habe einfach gedacht, ich hatte dann so einen Konflikt, weil ich habe gedacht, ich habe mir das manifestiert, es funktioniert. Also irgendetwas mache ich da falsch. Und so bin ich dann auch auf diese Twin Flame-Geschichte gekommen. Und dann habe ich mir Video für Video angeschaut und dann heißt es, ja, der braucht noch Zeit und ja, und ich kann das gar nicht mehr glauben, dass ich das geglaubt habe. Und ja, und dann habe ich einfach jahrelang an diesem festgehalten und am Schluss wurde es so schlimm, dass wir wirklich mit diesem Boot noch einen Unfall hatte. Mein Sohn war in Gefahr, mir wurde meine Uhr gestohlen, er hatte eine ziemlich schwere Verletzung. Selbst dann, ich habe noch festgehalten. Ja, was ich vorhin meinte, ne? Also, weil es wird einem ja eingeredet, das gehört zu dem spirituellen Prozess mit dazu, das soll noch transformiert werden, der Mann muss vielleicht noch seine Gefühle klären, braucht noch Zeit, so wie du, genau wie du das gesagt hast. Und dann glaubt man diese Ideologie natürlich und hat dann vielleicht falsch manifestiert, dann ist man ja immer selber schuld letztendlich, ne? Man ist eigentlich immer selber schuld, ne? Und dann zeigt sich, ja, das Bittere daran, kann man sagen, dass, wenn man sich mit Satan einlässt, und ich meine, Twin Flame, das ist nun mal eine okkulte Ideologie, dass es immer einen Preis hat am Ende. Ja, das hat einen sehr hohen Preis. Also, das hat, wenn ich jetzt auch zurückblicke, ich habe mein ganzes Umfeld auch in Gefahr gebracht und auch finanziell
Und es, ich meine, ich hatte schlaflose Nächte, ich habe teilweise keine Zeit verbracht mit meinen Freunden oder mit meiner Familie, weil ich noch unbedingt dieses Twin Flame Video, was neu rausgekommen kam, anschauen musste und auch diesem Partner gegenüber. Ich meine, der wusste ja von allem nichts, weil der, ich habe auch mit ihm nie darüber gesprochen und also das war wirklich, das war ganz schlimm und eben auch diese Manifestierung und ich habe, für mich war das Schwierigste zu glauben, dass das eine Lüge ist, weil ich mit meinen eigenen Augen viele, viele Male gesehen habe, das funktioniert. Ja, das ist eben dieser Köder. Ne? Man wird richtig mit einem Köder angelockt und fällt dann drauf rein. Bei mir auch, ja. Also ich wüsste jetzt niemanden, der das sonst ja auch machen würde, wenn nicht auch irgendwo mal Dinge klappen, zumindest nach außen hin klappen. Aber du hast ja auch berichtet, also so materielles. Das kann man schnell kriegen. Also man kriegt sich, man kann sich das zusammen manifestieren, aber innerlich wird man leer, ne? Und es passieren auch komische Dinge im Leben. Unfälle, was du auch so berichtet hast. Das ist dieser hohe Preis. Hast du auch so auch geglaubt, dass ihr euch irgendwie schon aus früheren Leben kennt? Das ist ja auch oft bei dieser Twin Flame-Ideologie der Fall. Ja, das ist ein guter Punkt, weil als ich ihn zum ersten Mal sah, das war so eben, ich wusste, eben das ist auch wieder mit diesem Schatz finden. Ich wusste, ich finde diesen Schatz. Und dann kam er hatte zwei, drei Sätze gesagt, ich saß da und habe gedacht, ja, also ich erkenne ihn wieder. Und ich bin wirklich ins Büro rein nachher, zu meinen Kollegen und ich weiß noch, heute weiß ich, was mir geschehen ist, aber ich kam rein, habe mich hingesetzt und ich habe gesagt, jetzt ist mir etwas passiert, ich kann im Moment nicht arbeiten. Und ich bin auf meinen Stuhl gesessen und dazu mal dachte ich, das ist Liebe auf den ersten Blick, aber da ist etwas passiert. Heute weiß ich, was das war, aber was ich nicht einordnen konnte. Okay, also du hattest also schon so, du hattest schon so irgendwie das Gefühl, man kennt sich. Wie stehst du heute zum Thema Reinkarnation? Gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, ich meine, glaubst du noch Weil, daran? nein. Okay, das ist ja auch immer wieder wichtig, auch klar zu machen, weil natürlich im spirituellen Bereich ja eigentlich fast alle glauben, wir hätten frühere Leben. Und seit du eben ganz bei Jesus bist, weißt du ja dann auch, wir haben nur dieses eine Leben. Ja? Es gibt nur dieses eine Leben und die Reinkarnation ist einfach eine Lüge. Aber naja. Wenn mir das früher jemand gesagt hätte, als ich noch in der Lichtarbeit war, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Aber ich hoffe, dass doch, wenn hier jemand zuhört, ja, du hast ja diese Sache noch wirklich erlebt und hast ja erlebt, wie es endet, wie es ausgeht, dass es diesen hohen Preis eben hat. Ja, und am Schluss hattest du dann, saßt du dann doch alleine wieder da, ne? Also ohne Partner oder? Also ich saß schon während der Partnerschaft eigentlich ohne ihn da. Also das war so unerfüllend. Wir blieben aber doch irgendwie einige Monate, ich glaube 2 Jahre waren wir zusammen, aber das war einfach leer. Das war leer, das gab so aufflackernde Momente, aber das war keine Beziehung. Und ich habe auch gemerkt, als dann das wirklich also ich habe dann irgendwann gesagt, ruf mich nie wieder an, es ist jetzt gut und dann muss ich zuerst damit selber klarkommen, aber auch danach hatte ich einfach diese Leere und dann ist eben etwas Schlimmes passiert, weil dann wurde die Suche noch intensiver, weil ich habe ernsthaft geglaubt, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich habe falsch manifestiert oder ich habe noch die falsche Methode und habe dann
ja, habe dann halt weitergesucht, also noch viel intensiver. Und ich, wenn ich jetzt auch zurückblicke, die letzten 3, 4 Jahre, als es dann mit diesem Partner war, da war es noch viel intensiver. Also dann habe ich noch mehr gesucht. Also es ist so wie so ein Teufelskreis, ja. Es Ja. ist wie ein Fass ohne Boden. Man sucht und sucht, intensiviert Mhm. es, denkt, man hat selber irgendwie etwas falsch gemacht, falsch geglaubt, nicht genug vertraut, nicht genug manifestiert oder nicht gut manifestiert. Man gibt sich selber die Schuld und kommt gar nicht drauf, dass es einfach daran liegt, dass man blanken Okkultismus betreibt, ne? Ja. Das ist einfach so. Kann mich da auch nicht ausnehmen. Klar, wie schon gesagt, wenn man das weiß, dann würde man es ja nicht tun. Ne? Aber man denkt, man ist ja so drin wie eine Gehirnwäsche. Ja? Ist so, Ja, steht so tief drin. man ist wie getrieben, eben das ist wie so ein, eben wie so ein Drogensüchtiger. Ich hab wirklich, und dann habe ich, und dann war auch noch was spannend. Ich habe dann alle Methoden, die ich über diese 20 Jahre irgendwie mal kennengelernt habe, die habe ich in den letzten 4 Jahren alle durchmischt. Also wirklich, da habe ich einen Teil aus dem genommen, einen Teil aus dem, weil das war dann so, das war wirklich so eine Verzweiflung, eine Verzweiflung. Ich habe aber gemerkt, es wird immer schlimmer. Je schlimmer das es wurde, desto verzweifelt wurde ich, desto exzessiver habe ich dann all diese Dinge betrieben. Und ja, und so haben sich dann auch diese komischen Vorfälle dann auch angehäuft. Viele sagen ja auch, sie merken, dass ja Anwesenheiten da sind, dass irgendwie, dass sozusagen die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Hattest du das auch? Hattest du dunkle Präsenzen in deinem Schlafzimmer oder wo auch immer? Das berichten ja sehr viele, dass sie da auch tatsächlich jemanden bemerken. Das hatte ich auch. Am Anfang waren das immer so vermeintlich, die waren, also die haben mir keine Angst gemacht. Und dann, also vor allem im letzten Jahr, sind einfach auch komische Dinge passiert, also Leute haben komische Dinge gesagt, oder dann ging ich an ein Fest, und da war so ein Zauberer, der hatte so mit so Punkten gezaubert, und dann dieser Zauberer ging mir, der ging nicht mehr weg, also der war wie immer präsent, auch abends, wenn da mein Sohn geschlafen hat, dann hatte ich das Gefühl, der latscht da durch meine Wohnung. Und ich habe auch plötzlich so einen Punkt auf meinem Bein gesehen, was er weggezaubert hat. Und ich hatte immer beim Zähneputzen, hatte ich immer das Gefühl, es steht jemand hinter mir. Und das war, also da habe ich dann Angst bekommen. Und diese Angst, die war aber gut, weil früher waren das immer so, ich sage jetzt eben so Federn und Engel und so ein bisschen so schönere Dinge, die mir begegnet sind, und vor denen hatte ich halt nicht Angst. Aber weil das dann mir Angst gemacht hatte, auch das, was ich sonst noch erlebt habe, habe ich dann diese große Angst hat mich dann wirklich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wenn jetzt nichts passiert, dann steht plötzlich dieser Clown bei mir in der Wohnung. Und davor hatte ich Angst. Davor hatte ich richtig Angst. Ja, also das berichten ganz, ganz viele, die auch so etwas wahrnehmen sehen oder Schatten sehen oder es wird plötzlich kalt. Also wenn jemand sich da wiederfindet, dann weißt du, du hast es hier mit dämonischen Mächten zu tun und die Geister, die man rief, wird man wirklich nicht mehr so schnell los. Ja, natürlich mit Jesus Christus schon. Dann ist das nicht mehr vereinbar. Das hast du ja auch erlebt. Damit ist dann der Spuk ein Ende, weil eben Jesus stärker ist, auch als diese okkulten Mächte. Ja, also große Warnung davor. Gut, also Thema Twin Flames, Thema Partnerschaft, es hat alles seinen Preis. Was war denn noch so? Also hast du noch so größere Genau. Themen auch durch? Genau, und dann auch am Schluss kam ich dann, weil ich ja beim ersten Mal war ich ja mit Jesus
konfrontiert und dann habe ich auch in der Bibel gelesen und alles und dann kam ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber ich kam auf Kurs in Wundern und dort spricht man auch von Jesus, dort spricht man von dieser heiligen Beziehung und ich habe immer diese heilige Beziehung war für mich immer auch in Bezug auf Partnerschaft und weil mir halt das Thema Partnerschaft extrem wichtig war, war ich dort auch empfänglich und dann habe ich einen Kurs in Wundern und habe man von Jesus, vom Heiligen Geist ist ja dort geschrieben und dann habe ich gedacht, ah, macht Sinn und habe dann Kurse genommen und habe dort, ich habe dann nur noch im Kurs in Wundern gelesen, ich habe dann die anderen alle Bücher schon nicht mehr gehabt, muss ich wirklich sagen. Ich hatte dann nur noch vielleicht drei, vier Bücher, die anderen waren alle weg, aber Kurs in Wundern hatte ich noch. Und dort war ich ziemlich stark involviert. Ich habe mich dann auch zur Verfügung gestellt, mal so eine Gruppe zu leiten. So, da waren vielleicht 8 oder 9 Teilnehmer. Aber was dort immer komisch war, von dem Lehrer, der den Kurs in Wundern, die Kurse, die ich dort genommen habe, da haben immer alle Teilnehmer gesagt, ja, also das war Gottfried Zumser. Gottfried sagt das, Gottfried sagt das, Gottfried sagt das und Gottfried sagt das. Und dann habe ich schon gedacht, hä, aber da geht's doch gar nicht um Gottfried, da geht's doch um Jesus und den Heiligen Geist. Und dann habe ich auch mal gesagt, ja, aber wir können doch nicht einfach blindlings glauben, was Gottfried sagt. Und dann war wirklich Gottfried sagt das, Gottfried sagt das. Dann war das mir zu bunt und da habe ich mich dort aus dieser Gruppe abgemeldet. Und dann bin ich raus, aber habe immer noch den Kurs in Wundern gelesen und praktiziert. Und da muss man ja ganz viel üben, da muss man ja alle Stunde und pipapo. Also man schafft das gar nicht, was man dort alles muss und soll. Und dann war auch lustig, ich habe ja noch nicht gefunden, bin dann nach einigen Monaten wieder zurück, habe mir die Videos von Gottfried angehört und dann habe ich schon gemerkt, da stimmt was nicht. Ich wusste aber nicht was und dann habe ich einfach, ich habe dann so gedacht, ja, das ist so wie eine Sekte und dann habe ich ihm mal geschrieben und ich wollte mit ihm sprechen und ich wollte ihm sagen, dass seine Teilnehmer ihn quasi so wie als Guru behandeln. Also, dass es gar nicht um Jesus gehe, sondern dass die quasi ihm folgen, dem Gottfried. Und dann, das wollte ich ihm sagen. Und ich wollte ihm einfach sagen, was hier passiert. Und da habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe gesagt, lieber Gottfried, ich würde gerne mit dir sprechen. Und dann, und da habe ich ihm ein paar Dinge erklären wollen, so kurz. Und dann hat die Antwort war, für mich stimmt es so. Und übrigens, pass auf, alles, was du siehst, ist deine eigene Projektion. Und in diesem Moment wusste ich, wenn er nicht mit mir spricht, und da wusste ich, oder, der wahre Jesus hört mir zu. Und wenn ich ihm etwas erzählen möchte, dann hört er mir zu. Und dann, habe ich nochmals jemandem auch eine Mail geschrieben, habe auch gesagt, ich möchte mit dir sprechen, darf ich dich anrufen? Und dann kam auch die Antwort, also ich habe das bei 3 verschiedenen Quellen versucht und bei einer kam keine Antwort, bei der anderen kam eine Absage und beim dritten kam eben, für mich stimmt das so. Und dann wusste ich, dass ich hier nicht willkommen bin und dass hier etwas nicht stimmt. Und das wusste ich, ja. Ja, also hat Gottfried Sumser dann irgendwo so indirekt zugegeben, dass er ein Guru ist. Kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Und vor allem, er lässt ja keine andere Meinung zu. Und alles, ja, und da wusste ich, also Stimmen sind hier. Oder Meinungen ja, sind von den Teilnehmern nicht willkommen. Hat eigentlich, also wenn man so Gruppen verlässt oder so,
kriegt man ja oft noch so nachgerufen, so, oh ja, das wird ja noch leid tun oder so, ist das auch so gewesen? Ja, genau. Ich habe dann noch so einem anderen dort in dieser Gruppe, der habe ich auch, habe ich ihm dann geschrieben, ja, eben für mich stimmt es so nicht mehr. Ich gehe raus, ich mache diese Gruppe nicht mehr. Und dann war die Antwort, und da, das, dort musste ich zu diesem Zeitpunkt schon schmunzeln, weil ich wusste, welche Stimme das war. Und dann bin ich wirklich, habe ich gesagt, eben, ich gehe da raus. Und dann hat er mir nur geschrieben, ja, das gefällt Jesus aber nicht. Und Okay. ja, und da, das war ja vor vielleicht 2 oder 3 Jahren. Also da war ich noch immer tief, tief, tief in diesem ganzen Zeugs drin. Aber mit dieser Aussage eben versuchte man mich noch einzuschüchtern. Und da wusste ich, Okay. ja. Ja, da zeigen Sie sich dann, zeigen Sie Ihren eigentlichen Charakter, kann man sagen. Aber mal so rein inhaltlich. Also der Kurs in Wundern, wer das nicht weiß, da sagt ja die Autorin Helen Schuckman, dass ihr da eine innere Stimme, also angeblich Jesus, hätte ihr dieses Buch diktiert. Also es käme angeblich von Jesus. Was ist jetzt aber das Okkulte daran? Um was für einen Jesus geht es da? Oder kannst du inhaltlich, wie schätzt du das heute ein? Das ist Verführung pur, weil der Name Jesus, der ist so viel, so präsent dort, und auch der Heilige Geist. Und am Schluss alle Teilnehmer haben gesagt, ja, ich lasse mich vom Heiligen Geist führen, und auch wirklich so einfach alles, was man dann von dieser Stimme hört. Und ich weiß heute auch, ich hatte oder habe diese Stimme teilweise immer noch, also man hört ganz viele Stimmen, und wenn man diese Stimme nicht hinterfragt, dann, dass man einfach ausführt, was einem diese Stimme sagt. Und sie haben es halt immer so verkauft, das ist der Heilige Geist. Du musst nur den Heiligen Geist fragen. Und dann setzt man sich hin, sagt, Heiliger Geist, was soll ich machen? Und dann sagt er irgendwas, und dann sagen sie, ah ja, das ist vom Heiligen Geist. Aber da wird nicht geschrieben, also kürzlich ein völlig banales Beispiel, aber kürzlich hatte ich ein Problem zu lösen, musste da zur Poststelle gehen, und dann stand ich da in der Reihe, da habe ich auch gesagt, Jesus, was soll ich machen? Und ich weiß nicht, wie ich jetzt reagieren soll, bitte hilf mir. Und dann habe ich die Bibel hervorgenommen, also ich habe die App auf dem Handy, und dann habe ich aufgeschlagen, und dann, ich weiß nicht mehr im Detail, wo das war, aber es stand, es war geschrieben von einer Frau, die einfach freundlich war. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bin ich jetzt einfach freundlich. Also ich habe nicht einfach den Heiligen Geist angerufen, sondern ich habe in der Bibel gelesen. Und dann habe ich in der Bibel gelesen, und in der Bibel stand dort, dass man freundlich sein soll. Ich meine, natürlich muss man freundlich sein, das hilft immer. Aber das war für mich klare Antwort, weil es von der Bibel kommt. Ja. Und dann ging ich dort zu der Poststelle, und dann war das Problem in 2 Minuten gelöst. Das Thema Sünde spielt ja auch im Kurs in Wundern eine Rolle. Es heißt dort wörtlich, Sünde sei eine wilde Verrücktheit und es gäbe sie eigentlich gar nicht, sondern das sei nur so eine Idee, die uns Angst machen soll. Wie würdest du heute über das Thema Sünde sprechen? Ja, ist das klare Gegenteil. Also dort lernt man, ich habe auch gedacht, ich sei ohne Sünde. Sünde gibt es nicht. Also ich kann machen und tun, was ich will. Ich bin eh nicht sündig. Und ja, so habe ich in ein paar Bereichen habe ich so gelebt und habe gedacht, ja, dann kann ich ja tun, was ich will. Und wenn der Heilige Geist, wenn ich eine Frage habe und der mir sagt, ja, egal, kannst dir irgendwas machen, dann mache ich das, weil es ist ja eh alles eine Illusion. Ist alles eine Illusion. Es gibt auch keinen Himmel, es gibt keine Sonne, es gibt keinen Mond, es ist alles Illusion. Und Genau. wir
Wir reden uns das alles nur ein. Richtig, stimmt ja. Das wird ja auch so verkauft im Kurs in Wundern, das sei alles Illusion, richtig, Maya. Und ja, wir durften inzwischen kennenlernen, dass Sünde von Gott trennt. Es gibt Sünde, wir sind alle Sünde. Im Römerbrief heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, und das Entscheidende ist, deswegen ist der Kurs in Wundern ja auch so satanisch. Wenn ein Mensch gar nicht erkennt, dass er ein Sünder ist, dann wird er auch nicht um Vergebung der Sünde bitten, ist ja klar. Weil das ja im Kurs so gelehrt wird. Du weißt aber heute ja, dass wir unbedingt auch um Vergebung unserer Sünden bitten sollten und Jesus Christus sie auch vergibt. Aber wenn man dem Kurs folgt, ja, ne, dann würde man nie im Leben auf den Gedanken kommen, auch um Vergebung seiner Schuld zu bitten, ne? Und das erklärt mir auch, weshalb er nicht mit mir sprechen wollte, weil er kann ja tun, was er will. Oder? Und wenn man mit dieser Idee, dass es alles Illusion ist, dann ist auch die Mail, die ich geschrieben habe, eine Illusion. Und Ja. dann kann man sich alles zurechtbiegen und dann biegt man sich die Welt, wie sie einem gefällt, und dann, Ja, zu dem Punkt, man macht sich die Welt, wie sie einem gefällt. Da würde ich gerne mal ein Zitat aus Wikipedia vorlesen, was Gehirnwäsche bedeutet. Da heißt es, Gehirnwäsche ist ein Konzept zu psychologischer Manipulation. Dabei wird mit Taktiken der mentalen Umprogrammierung das Selbstvertrauen und die eigene Urteilskraft der Zielperson angegriffen, um deren Grundeinstellungen und Realitätswahrnehmungen zu destabilisieren und anschließend durch neue Einstellungen zu ersetzen. Hast du den Kurs in Wundern so empfunden? Denn da geht es ja auch darum, dass man am Anfang erstmal alles vergessen soll, was man bisher geglaubt hat, und soll dann umprogrammiert werden, eben in die Ideologie vom Kurs in Wundern. Hast du das so als, auch vielleicht im Nachhinein, auch als so eine Art Gehirnwäsche oder Manipulation erkannt? Ganz klar, weil ich konnte nicht mehr, ich konnte auch nicht mehr funktionieren. Ich meine, ich hatte einen Job und dann manchmal stand ich da und da hatte ich irgendwie beruflich ein Problem und da habe ich gedacht, ja, was regen die sich alle auf? Es ist ja alles Illusion. Ja. Und natürlich, das war so ein bisschen einfach, weil ich habe auch, wenn Leute Probleme hatten, da habe ich gedacht, ja, ist ja alles nur Illusion, das bildest du dir alles nur ein. Und dann kommt eben diese Verführung, ja, du musst einfach noch mehr, eben auch wieder, oder? Das eine war noch mehr manifestieren und du musst noch mehr im Kurs in Wundern lesen. Und im Kurs in Wundern musst du ja teilweise alle 5 Minuten einen Satz sagen in dieser Tageslektion. Arbeite mal und sage alle 5 Minuten diesen Ding. Und wenn ich dann das einen Tag nicht geschafft hatte, da hatte ich wieder mit mir einen Konflikt, was ich für einen schlechten Kursschüler bin, weil ich das wieder mal nicht geschafft habe. Ich meine, ich habe vieles nicht geschafft, aber heute kann ich sagen, ja, ich habe alles an die Wand gefahren, aber es ist mir mit Jesus vergeben. Aber wenn du sowas machst wie der Kurs, da vergibt dir niemand. Ja, das ist eben die große Gefahr. Auch Jesus selbst, wo du es gerade ansprichst, wird dort ja ganz anders dargestellt. Zum Beispiel ein Satz will ich mal vorlesen aus dem Kurs in Wundern. Da heißt es, der Sohn Gottes kann im Irrtum sein, er kann sich selber täuschen. Also über Jesus Christus, ja, er kann im Irrtum sein, er kann sich selber täuschen. Das heißt, er wird hier ja geradezu erniedrigt, bagatellisiert, er könne sich auch irren. Der Sohn Gottes, ja, Gott selbst. Und natürlich ist Jesus der menschgewordene Gott und selbstverständlich kann er sich nicht täuschen, aber hier wird ein anderer Jesus auch den Lesern verkauft, ne? Und das ist so wirr, Ja, es ist Es auch. ist wirklich, es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Aber wenn man dort liest,
Das ist schon clever gemacht, weil man käme nie auf die Idee, man käme nie auf die Idee, dass das, ja, dass es eben auch wieder nicht das Gute ist. Ja, Und auch diese immer wieder dieser Heilige Geist und immer wieder Jesus und immer wieder Gott. Und da denkt man auch wieder, oder? Man denkt auch wieder, dass ich bete ja zu Gott und ich habe ja den Heiligen Geist. Ja, das meine ich. Das ist eben so diese große Gefahr, denn es geht ja um Jesus. Es geht, wie du gesagt hast, es geht ja um Gott, es geht um den Heiligen Geist. Fast auf jeder Seite kann man das in dem Kurs sehen. Und dann denkt man natürlich, ja, es wird schon passen. Und dann gibt es natürlich auch Irrlehrer. Du hast ja jetzt auch zum Beispiel schon Gottfried Sumser erwähnt, die einen natürlich dann auch noch fördern darin und einem das schmackhaft machen. Aber ja, auch selber eingestehen, quasi ein Guru zu sein. Und ja, dann ist es eben am Ende auch wieder eine Sekte. Dazu braucht es ja immer irgendwo einen Guru. Jesus Christus, der wahre Sohn Gottes, will nicht unser Guru sein. Es ist Gott, es ist erst Gott selbst in Menschengestalt. Und da wird eben im Kurs ein völlig falscher Jesus verkauft. Ja, Ja. und was wirklich, und das war dann für mich ja, oder schon in diesen Kursen oder als diese Teilnehmer, wirklich, da haben wir eine Stunde gesprochen und in dieser Stunde haben immer alle gesagt, ja, aber eben Gottfried sagt das und so weiter. Und das kam mir schon komisch vor, weil ich gedacht habe, ja, eben, und ich glaube auch Gottfried oder alle, die in dieser Esoterik-Szene sind, die wissen, und das war ja dann mein Anliegen, ich wollte ihm sagen, dass seine Teilnehmer wirklich ihm einfach blind vertrauen und nachlaufen und wirklich einfach, eben wenn er A sagt, dann ist A. Und dann eben, und dann habe ich dann wirklich gedacht, ja, das hört sich ja an wie eine Sekte. Ja, also ich habe auch dazu ein eigenes Video. Wer Interesse hat zum Kurs in Wundern, kann sich das auch gerne anschauen. Ja, Ja, jetzt haben wir. das war ja der Grund. Ich habe dann bei YouTube eingegeben, ein Kurs in Wundern Sekte. Und so habe ich ja die Videos gefunden von dir. Ach so, ja gut, wir können ja jetzt auch eigentlich mal dann darauf zu sprechen kommen, wie es dann eigentlich bei dir ja dann auch mit Jesus gelaufen ist, dass du aufgehört hast mit all diesen Dingen. Also das, vielleicht kannst du einfach mal so dein Zeugnis geben, wie das dann genau gekommen ist. Also du hast schon Genau, gesagt, also du bist dann auf die Videos gestoßen und dann? Genau, also eigentlich hat das schon vorher begonnen. Ich habe wirklich diese komischen Dinge haben sich angehäuft. Eben mein Sohn hat mir von diesen Träumen erzählt, diese Figuren. Dann wurde mein Sohn wurde einfach komischerweise einfach auf der Straße von einem anderen Jungen verprügelt. Das war so komische Situation und ganz viele solche komische Situationen oder bei mir im Geschäft. Also wirklich, das war, ich bin manchmal da gesessen, habe gedacht, hä, was stimmt hier nicht? Und als dann eben mein Sohn mir erzählt hat, ich höre diese Stimmen, meine Tochter hat mir auch schon von diesen Stimmen gehört, ich höre die, habe die auch gehört. Und dann war das mit diesen E-Mails, Kurs in Wundern und so weiter. Ich habe dann eingegeben, nein, das stimmt nicht, bevor ich das eingegeben habe, habe ich gebetet. Ich habe alle Bücher dann entsorgt. Ich habe die Bibel nach vorne genommen. Ich habe die Bibel gehalten und ich habe gesagt, Jesus, bitte hilf mir. Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen, bin nach Hause gegangen, habe auf dem Weg nach Hause, habe ich eben eingegeben, ein Kurs in Wundern Sekte, bin dann auf deine Videos gestoßen und dann wurde mir alles klar und noch in der gleichen Woche ist meine Tochter wieder zurück nach Hause gekommen. Wir hatten einen Riesenstreit vor 3 Jahren. Ich habe sie rausgeworfen, weil ich komplett überfordert war, aber natürlich weiß ich heute auch wieso.
Sie ist wieder zurückgekommen. Sie sagt mir, gestern hat sie mir gesagt, ich bin so glücklich, hier zu sein. Und ich habe ihr auch gesagt, wir sind auch glücklich, bist du wieder da. Ich habe wirklich auch beim Umzug jetzt mit meiner Tochter, wir haben alles weggeschmissen. Ich habe die Bibel hier, ich lese die Bibel, ich schaue kaum mehr YouTube-Videos, ich spreche, ja, ich habe alles aufgeräumt und ich bin unendlich dankbar, dass durch meine Vorgeschichte, dass ich vor 6 Jahren am gleichen Punkt war, habe ich jetzt das Gefühl, es ging einfach alles viel schneller. Es ist eben da passieren Dinge, dass sich plötzlich einfach Sachen lösen, was vorher einfach sehr kompliziert war und weil ich einfach weiß, ich alleine schaffe es nicht. Und ich habe, das habe ich dir auch mal erzählt, es gab Tage ganz am Anfang, da habe ich das Vaterunser gefühlt etwa 50, 60, 70 Mal gebetet, einfach weil ich einfach so froh war und gleichzeitig das Gefühl hatte, ich weiß sonst nichts zu sagen, außer das Vaterunser, weil dann mache ich nichts falsch, oder? Früher, man kann ja nur falsch machen und das gab mir einfach diese Sicherheit, dass es vorbei ist. Ja, und dann fing ein neues Leben an mit Jesus Christus. Und diese Suche, die jahrelange Suche, hat sie jetzt ein Ende gefunden? Hast du gefunden? Ja, ich habe gefunden. Und das ist wirklich das Verrückte. Man muss nirgends hingehen. Man muss nirgends hingehen. Und es ist einfach da. Und es ist auch unspektakulär. Es ist völlig unspektakulär. Jetzt ist einfach gut. Ich koche unspektakulär Suppe zu Hause und habe Freude. Früher eben musste es sein, ich wollte eben berühmt werden und reich sein und das, es geht gar nicht, ich möchte ein gutes Leben, aber das weiß ich, mit Jesus habe ich das nur schon hinsichtlich, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und ja, in meinem Zuhause völlig unspektakulär, ja, lebe ich jetzt und genieße es und ja, freue mich einfach darüber, dass ich nicht mehr suchen muss. Wie hast du das denn gemacht? Also vielleicht hört ja jemand zu und interessiert sich dafür, wie bist du denn zu Jesus? Also wie hast du ihm das gesagt? Hast du ein Gebet gesprochen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich habe wirklich, also ich habe die Bibel gehalten und weil ich einfach so eine große Angst hatte, dass es wieder der Falsche ist, den ich da anbete. Und ich wusste, wenn ich die Bibel halte, dann kommt es an die richtige Adresse. Und ich habe einfach gesagt, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Und das ist vielleicht noch wichtig. Kurz vorher hatte ich das Gefühl, diese Hilfe bei Menschen zu suchen. Also sprich auch, ich wollte mit meiner Familie zusammensitzen und sagen, hey, ich schaffe es nicht allein. Ich wollte das auch erzählen mit diesen Stimmen, alles, was ich erlebt habe. Und dann wusste ich, wenn ich das ihnen erzähle, dann halten die mich für verrückt. Und da werde ich im schlimmsten Fall noch eingeliefert. Und da wusste ich, mit ihnen kann ich jetzt noch nicht sprechen. Ich muss das wirklich vor Gott bringen. Und ich wusste, er ist der Einzige, der mir helfen kann. Und dann habe ich einfach wirklich gesagt, jetzt brauche ich deine Hilfe und ich schaffe es nicht. Ich habe dann wirklich gesagt, ich schaffe es nicht. Ich übergebe es dir. Ich weiß, du kannst jetzt aus diesem ganzen Schlamassel etwas machen. Und ich will einfach nie mehr weg von dir. Und das ist das Einzige, was ich will. Und habe gebetet. Ich habe auch das Vaterunser wieder gebetet, weil ich einfach, ja, weil ich ihm,
ich bin einfach unendlich dankbar, dass, ja, dass ich jetzt hier bin und diese Odyssee wirklich, ja, die ist vorbei. Ja, das muss ich auch sagen. Also dieses Gefühl, endlich angekommen zu sein, ein Finder geworden zu sein, das ist unbeschreiblich, ein unbeschreiblicher Frieden. Da kannst du auch, wie du so schön gesagt hast, einfach eine ganz simple Suppe kochen, und man weiß, man ist errettet. Man weiß es, da hat das ewige Leben bei Jesus Christus einst. Und deswegen ist das ja auch so wichtig, diese Entscheidung während seiner Lebensspanne zu treffen. Man muss sich klar machen, der Satan arbeitet dagegen, will einen abhalten, Kurs in Wundern, einen alternativen Jesus, einen aufzeigen, der nicht wirklich der Sohn Gottes ist, irgendein Pseudo-Jesus, der nur diesen Namen trägt. Er verkleidet sich als Engel des Lichts und seine Diener, also die Dämonen natürlich auch, sie tarnen sich, das muss man sich eben klar machen. Ja, so wie ich auch drauf reingefallen bin, er geht sehr listig vor, aber deswegen machen wir ja auch solche Gespräche, um aufmerksam zu machen darauf, auf was man sich da momentan halt wirklich eingelassen hat. Und das ist keineswegs eine Illusion. Wenn das Kind nachts schreit oder Albträume hat oder auch Stimmen hört, das ist keine Illusion. Das passiert wirklich. Wenn einem im Leben schlimme Dinge passieren, wenn man in Dualseelenthematik drinsteckt, das ist auch alles keine Illusion. Das passiert wirklich. Und es gibt auch keine Matrix oder es ist keine Projektion oder was auch vielfach geglaubt wird, sondern das sind Dinge, die passieren eben wirklich. Und da besteht Handlungsbedarf, Frieden mit Gott zu machen. Darum geht es. Ja, und das Schöne ist auch, wenn ich darüber nachdenke, das ist wirklich, das ist so, wie wenn ich eine andere Person gewesen wäre. Also dann frage ich mich manchmal, Andrea, wieso, ja, wie kommt eben, und das ist ja das Gemeine, wenn man darin steckt, dann ist das sonnenklar, dann denkt man, ja, alle anderen liegen falsch. Und jetzt schaut man zum Beispiel ein Video an und denkt, wie können Leute hier zuhören und nicht denken, was ist das denn? Und das ist dieses Phänomen, dass eben, wenn man da drin steckt, man sieht es wirklich nicht. Und es muss ja häufig so schlimm kommen, dass man wirklich einfach merkt, jetzt ist einfach zu viel und jetzt schaffe ich es nicht mehr, oder solch schlimme Dinge passieren, die irgendwann zu dieser Umkehr führen. Und deshalb, wenn mich jemand fragt, oder heute hat mich auch ein Freund von mir angesprochen und hat mich gefragt, weshalb geht es dir so gut? Und dann habe ich ihm erzählt, und ja, und dann er hat zwar irgendwie, er hat es einfach zugehört, und da hat er gesagt, schön, du hast etwas gefunden, was viele Leute suchen. Und da habe ich gesagt, ja. Und auch das, also er hat das einfach so angenommen, und ich konnte darüber sprechen, und ich habe wirklich gemerkt, wie er diese Ruhe gespürt hat. Und auch meine Kinder spüren meine Ruhe, die ich habe. Die wissen auch noch nicht ganz genau, was jetzt anders ist. Also ich bete mit ihnen, auch mit meinen Eltern. Wir waren kürzlich zu Besuch, wir beten. Auch meine Eltern haben ihr Leben Jesus gegeben, und so weiter. Die gesamte Familie spürt einfach diesen Frieden. Und das ist für mich Zeugnis genug, dass ich sage, ja, ich habe hier ein neues Leben geschenkt bekommen. Ja, Halleluja, genau, darum geht es. Und auch heute hast du ja hier schön gesprochen darüber, dein Zeugnis gegeben. Eigentlich sind wir durch. Ich fand das sehr, sehr spannend alles. Aber wenn du noch irgendwas ergänzen möchtest, dann gerne. Also was mir eigentlich das größte Anliegen ist, und was mir klar, es ist mir vergeben, und ich weiß, dass auch Jesus hier etwas daraus macht, aber wirklich das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Also wenn jemand
dieses Video hört und andere Menschen sind involviert, sprich Ehemänner, die sagen, Esoterik ist ein Mist, glaubt einfach, nein, glaubt ihnen und seid euch einfach bewusst, dass ihr ganz, ganz viel Leid ins Haus bringt und dass ihr Leute mit reinzieht, die wirklich nichts dafür können. Und ihr öffnet Tür nicht nur für euch, sondern auch für alle anderen. Und das ist wirklich das, was mir wirklich am meisten leid tut, dass ich ganz vielen Menschen auch geschadet habe. Ja. Und das tut mir leid und das ist mir wichtig. Und ja, tut's für eure Kinder, tut's für eure Familie, tut's für eure Freunde. Und ja, weil das Leid ist riesengroß. Ja. Ja, und natürlich tut man es auch für sich selbst, denn so gewinnt man das ewige Leben, so findet man diesen Schatz. Ich hatte das ja vorhin schon mal aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 13, ich kann ihn ja nochmal vorlesen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Also hier wird klar, es braucht diese Umkehr. Derjenige, der ihn hier gefunden hat, den Schatz, verkauft alles. Das steht dafür, man lässt das Alte, hört auf damit, man macht einen Turnaround im Leben. Eine Umkehr, eine 180-Grad-Wende im Leben hin zu Jesus. Und dieser Mann ist ja auch hier beschrieben, freut sich. Er hat wirklich das Wertvollste gefunden, was es eigentlich gibt. Das Evangelium, Jesus Christus. Du hast es auch gefunden nach langen Jahren, Jahrzehnten der Suche. Und wir wollen hoffen, dass, wenn sich jemand hier auch wiederfindet, auch diese Entscheidung trifft für Jesus. Unbedingt, ja. Ja, Andrea, dann sind wir durch. Ja, wie gesagt, ich fand es super spannend. Jeder, dieses Zeugnis ist immer so immens wichtig, weil ja, du hast es ja wirklich erlebt. Es ist keine graue Theorie. Du hast es genauso erlebt, wie du es eben auch erzählt hast. Und wir wollen hoffen und wünschen uns, dass, ja, wenn jemand das hört und sich wiederfindet, dann auch für sich die Entscheidung trifft. So, dann, ja, sind wir echt durch. Vielen Dank nochmal für das schöne Gespräch, Andrea. Sehr, sehr gerne und danke auch. Und ich freue mich, einfach hier zu sein. Okay, ja, an alle, die zugehört haben, auch weiterhin Gottes Segen, macht es gut und vielleicht hört man sich mal wieder beim nächsten Video. Ciao.